Mein jetziger Interviewpartner ist seit vielen Jahren in dieser Branche tätig, hat der gesamten Branche viel gegeben, hat sie geprägt und ein Stück weit besser gemacht und ist einer der erfolgreichsten Referenten der Friseurbranche. Herzlich willkommen, lieber Wolf Davids. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch mit mir. Ja, natürlich, gerne. Lieber Wolf, wenn du einen Vortrag hältst, bist du für jeden Veranstalter eine sichere Bank. Der Saal ist voll und die Zuhörer hängen an deinen Lippen. Jetzt sind es nicht nur die älteren Kollegen wie ich begeistert, auch die ganz Jungen, die nach deinem Auftritt sagen, wenn ich so bei der Doppel unterwegs bin und höre dann mal rein und sage, wie war das, dann sagen die, das war geil. Jetzt meine Frage, kannst du dir das Phänomen Wolf Davids selber erklären? Also zumindest habe ich für mich eine Erklärung gefunden. Ob sie so wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich habe noch nie wirklich Leute selbst gefragt. Ich habe ja nach einigen Jahren als Friseurunternehmer mit dann am Ende 20 Salons und weit über 100 Mitarbeitern erkannt, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte und habe eine Ausbildung zum Werbefachwirt gemacht und habe 5 Jahre lang ausschließlich in großen Werbeagenturen oder genau genommen in 2 großen Werbeagenturen, darf auch sagen, recht erfolgreich gearbeitet und hatte dann mit Friseur und der Friseurbranche und Friseurindustrie überhaupt nichts zu tun. Und dann kam irgendwann die Einladung für einen Haarkosmetikhersteller, ob ich nicht doch nochmal ein Seminar machen möchte aus der Verbindung Marketing und Werbung auf seriösem Hintergrund und gleichzeitig noch ein Stück weit das Herz eines Friseurs zu haben. Und damit wäre dann auch die Antwort. Ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, die Leute merken, ich habe auch von den Dingen, die nicht nur mit dem Beruf zu tun haben, ein Stück profunde Kenntnis, aber ich tue es immer vor dem Hintergrund, mit dem Herzen Friseur zu sein. Danach kam ja dann wieder die Betreuung vieler Seminare und dann glaube ich, dass ich bis heute davon profitiere. Mhm. Jawohl. Und man merkt, wenn du in der Früh um 9 Uhr zu einer unchristlichen Zeit für Friseure am Messesonntag, dann ist der Saal voll. Dann musst du wirklich um einen Platz kämpfen, musst da sein. Jetzt bist du einer der wenigen Friseure, die auf den sozialen Medien sehr aktiv sind, der mitmischt, der mitliest. Und wenn man die ganzen Foren so betrachtet, dann sind ja manchmal Kommentare, manchmal Fragen, wo du dann echt ans Hirn fassen musst. Und wenn du es dann schon anschaust, was aus unserem schönen Beruf geworden ist, wer da alles nachkommt, dann die Frage, macht es noch Spaß in Zukunft, mit solchen Menschen zu arbeiten? Begrenzt. Es ist natürlich so, ich habe ja unsere Geschäfte verkauft, sowohl unseren hochpreisigen Intercoiffeur-Salon als auch mein persönliches Lieblingskind, die 5 Unique-Salons, Konzeptsalons, sehr gut an Mitarbeiter abgeben können und dieses Kapitel abgeschlossen. Meine Intensität in den sozialen Netzwerken hat damit zu tun, dass ich noch weiterhin so weit als möglich mich in der Branche umhören und sehen möchte, wie die Stimmung ist. Und dabei ist es natürlich genauso, ob ich einen mittelmäßigen oder sogar schlechten Kollegen auf einer Veranstaltung kennenlerne oder im Internet, macht da keinen großen Unterschied. Man kriegt schon ein Gespür. Und wenn ich dann lese, dass da Fragen kommen in bestimmten Foren, braucht man eigentlich einen Meisterbrief, um einen Salon zu eröffnen? Oder wie ist das Mischungsverhältnis, wenn ich aus 6% 4% machen will? Dann weiß ich schon, welcher Teil der Branche es in Zukunft sehr schwierig haben wird. Aber es sind auch Highlights dabei, das muss man schon so sagen. Es sind Highlights dabei, ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber es sind leider Gottes die Ausnahmen. Ne? Das ist so, ja. Ja. Input kommt ja sehr häufig von außen. Aus welchen Branchen bekommst du Ideen? Wie gehst du durch die Welt? Wo nimmst du überall wahr? Wo lernst du? Also A, geht man mit offenen Augen durchs Leben. Mhm. Ich sehe im Restaurant eine toll gemachte Speisekarte und versuche dann zu überlegen, wie kann man das auf unsere Branche übertragen. Ich gehe durch ein gut geführtes, interessantes Kaufhaus und schaue mir an, wie machen die das, wie treten die Verkäufer aus. Also dieses über den Tellerrand schauen
oder heißt ja in gut Neudeutsch Benchmarking. Das ist so eine Leidenschaft, die ich eigentlich immer schon habe. Und heute natürlich auch mit dem Hintergrund, ein Stück weit Erfahrung zu haben, sieht man selektiver und kriegt die Rosinen vielleicht noch etwas schneller und deutlicher mit. Meine neu gewonnene Zeit verbringe ich zu einem großen Teil, indem ich sehr viel lese. Ich habe insgesamt 4 Tageszeitungen unterschiedlicher Art abonniert, bestimmte Fachjournale gehören dazu und ich lese, das soll jetzt nicht überheblich klingen, also fast immer 2 oder 3 Fachbücher gleichzeitig, so je nachdem, wie lange es mir gefällt und dann wechsle ich. Zurzeit ist Nachrichten von morgen eine Lektüre, die ich habe und mich hat sehr beeindruckt, kann ich den Kollegen auch sehr empfehlen, vom derzeitigen deutschen Lieblingsphilosophen Richard David Precht, das Buch Jäger, Sammler, Kritiker. Da kommt zwar nur 2-mal das Wort Friseurin vor, aber ganz viele Dinge, die uns berühren und betreffen, die man wahrnehmen muss. Und daraus bilde ich mir so meine Meinung und auch Analogien. Was kann das für die Friseurbranche bedeuten? Ich sage nur ein Beispiel. Richard David Precht ist, wie viele andere, ich übrigens auch, der Meinung, dass das bedingungslose Grundeinkommen kommen wird. Das heißt also, ohne dass man den Stadtpark aufräumt oder sonstige Dinge tut, bekommt jeder 1500 Euro. Da muss man eigentlich schon frühzeitig sich Gedanken machen, was bedeutet das für unsere Branche, wenn man fürs Nichtstun 1500 Euro bekommt. Also solche Dinge meine ich zu erkennen. Da steht zwar jetzt nicht drin, was es für die Friseure bedeutet, aber wenn man drüber nachdenkt, kommt man von alleine drauf. Ja, das ist richtig. Da kann man sich seine Gedanken machen. Ich habe den Precht selber mal erlebt. Ein faszinierender Mensch und wird ja oft im Fernsehen gezeigt. Und die Diskussionen mit ihm sind sehr, sehr gehaltvoll und man muss halt zwischen den Zeilen lesen können. Seine Antworten sind nicht immer so, dass sie mir zum Beispiel fallen, müssen sie auch nicht, aber die Fragen sind interessant. Und auf manche Frage kann man sich ja dann auch, wenn man damit ein wenig vertraut ist, seine eigenen Schlüsse ziehen. Genau. Man muss ja nicht immer den Schluss nachvollziehen, so eins zu eins. Eins zu eins übernehmen, So, eine Frage habe ich noch, wenn du für die gesamte Friseurbranche so einen Wunsch frei hättest. Was würdest du der Branche für die Zukunft wünschen, lieber Wolf? Mehr Stolz. Mehr Stolz auf das, was unser Beruf eigentlich sein könnte. Leider in der Gesamtheit und in der Menge nicht. Einige wenige, vielleicht, wenn ich das vorsichtig sagen darf, gibt ja keine Untersuchung, sind das vielleicht 10%, die ein Geschäft führen, ein Unternehmen führen, auf das man stolz sein, also im wahrsten Sinne des Wortes stolz sein kann, weil es etwas Besonderes ist, weil es anders ist und weil es vor allen Dingen auch Gewinn generiert und dafür sorgen kann, dass es ein auskömmliches Seniorendasein geben kann. Das ist für den größten Teil der Branche heute leider nicht gegeben. Das ist wichtig. Das waren jetzt schöne Worte. Ich sage herzlichen Dank für die Einblicke in deine Denk- und Sichtweise über die Branche. Ich sage danke im Namen der Zuhörer, wer immer das auch mal hören wird. Und ich freue mich, dass wir heute hier einen schönen Tag zusammen verbringen. Danke dir. Danke auch. Bis dann.